Sierra Leone, Westafrika. Ein Bauer erntet die Früchte seiner Palme. Palmöl ist das meist angebaute Pflanzenfett der Welt. Wichtig nicht nur zum Kochen, für Kosmetik oder Kerzen, sondern auch zur Energiegewinnung. Anfang 2015 ging in Sierra Leone die größte Palmölmühle Afrikas in Betrieb. Das ist alles, was uns zum eigenen Anbau geblieben ist, klagt Fudia Mambu aus dem Dorf Potine, nur ein paar Kilometer entfernt. Ein Stück Sumpfland, gerade gut genug zum Reisanbau. Nur in der Trockenzeit wächst auch etwas Mais. Davon können wir nicht leben. 90% der Dorfgemeinschaft haben ihr Land an den internationalen Plantagenbetreiber Socfin verpachtet. Aber weniger als 10% der Bewohner haben einen Job auf der Plantage bekommen. Beschäftigt, so Fudia, würden nur die starken Männer. Tatsächlich liegt das Dorf im Süden Sierra Leones danieder wie in Agonie. Alte wie Junge lungern tatenlos herum. Ohne Land gibt es für sie nichts zu tun. Den einmaligen Pachtzins haben sie längst ausgegeben. Den Leuten gehört das Land, aber traditionell hat der Chief des Chiefdoms viel Einfluss, erklärt John Fogbana. Die Dorfbewohner seien nicht wirklich an den Verhandlungen beteiligt gewesen. Man habe ihnen viel versprochen, Schulen, Straßen, aber nur wenig gehalten. Dabei sei gerade Bildung wichtig, so John Fogbana. Wie sonst sollten sie ohne Land einen Job finden? Was bislang getan wurde, bleibt aus meiner Sicht weit hinter den Erwartungen zurück. Fudia kann sich noch glücklich schätzen, denn ihr Mann fand Arbeit bei Socfin. Am Nachmittag kehrt der ehemalige Bauer als Landarbeiter zurück von der Plantage. Für die 2 Hektar, die ich für 50 Jahre verpachtet habe, erhielt ich damals knapp $1,000. Davon habe ich ein Zinkdach angeschafft und unsere Schulden bezahlt. Übrig ist heute nichts mehr. Deshalb unterstützt die Welthungerhilfe die Bewohner mit Lebensmitteln oder Saatgut zu günstigen Preisen, je nach individuellem Bedarf. Konkrete Hilfe für jeden Einzelnen, aber keine Lösung des grundsätzlichen Konflikts. Gola Klomahun, ein Nachbardorf, noch nicht unter dem Einfluss von Socfin. Mohamed Kane erntet Palmöltrauben. Seit Generationen ist seine Plantage in Familienbesitz. Seine Frau hilft mit. Ein einfaches Leben. Was außerhalb des Dorfes geschieht, davon hört Mohamed vor allem aus seinem batteriebetriebenen Kofferradio. Sein Handwerkszeug sind Machete und Beil. Auch von den Versprechungen der großen Plantagenbetreiber oder der Regierung hat er erfahren. Man wollte auch uns überreden, unser Land abzugeben. Aber ich bin stolz darauf, selbstständig für meine Familie zu sorgen. Wir wollen nicht verpachten. Nein. Gemeinsam mit dem lokalen Partner Green Scenery unterstützt die Welthungerhilfe Bauern wie Mohamed im Konflikt mit den fremden Investoren. Etwa durch Rechtsbeistand bei den Verhandlungen. Dabei geht es vor allem um mehr Beteiligung, kürzere Pachtzeiten und eine wirkliche Entwicklung der Region. Mit Moos aus dem Wald entzündet Mohamed Feuer unter der Tonne, in der die Palmfrüchte zu Öl verkochen. Weniger wirtschaftlich als auf industriellen Plantagen, aber im Einklang mit Natur und Tradition. Die Menschen von Gola Klomahun wirken, anders als in Potine, zufrieden. Sie haben genügend Land, auf dem sie neben Palmölfrüchten auch Maniok anbauen, Grundnahrungsmittel in Westafrika. Ihre Haltung ist klar: unabhängig bleiben.